Moin Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal Modbox den MAN-TGX26640HKL vor, also dieser Hakenlift. Dieser Mod wird zur Verfügung von Pharma22 und der oder die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieser MAN für alle Plattformen zur Verfügung steht, also PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können uns das in unserem Modder runterladen und nutzen. Ja, was man dazu sagen muss, zu diesem Mod benötigt ihr noch ein Container-Pack, das FS22-Pack Multi-Container. Gibt es meines Wissens nach im Mod-Hub, ansonsten, wir verlinken euch natürlich den Download-Link und da steht es nochmal drunter und dann findet ihr das schon. Ja, ich habe das Pack jetzt nicht mit runtergeladen, aus zeitlichen Gründen, weil ich hier gerade so ein bisschen, knapp in der Zeit bin. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich zumindest den Elke mit auf, damit ihr den mal seht. Ihr wisst, MAN ist im Standardspiel vertreten, das könnt ihr aus dem normalen Spiel. Und dementsprechend Texturen sind hier passen halt, ne? Das ist wirklich, ich habe einen schönen Blauton jetzt ausgewählt, schwarze Felgen. Habe hier hinten in der Designfarbe Orange gewählt für die Zylinder. Finde ich persönlich, setzt sich gut ab von dem Fahrzeug. Ist aber Geschmackssache, könnt ihr natürlich ändern. Klar, unser Modbox-Kennzeichen gut zu sehen. Habe hier konfiguriert mit den Schutzblechen für die Lampen. Das zeige ich euch dann natürlich noch im Shop. Aber ich wollte erstmal mit euch die Texturen durchgehen. Und da muss ich sagen, das passt zu Wort. Ja, im Shop finden wir das Ganze entweder LKWs oder jetzt hier in der DLC und Mods. Da haben wir dann für 160.000 Euro einen 640 PS starken MAN mit Automatikgetriebe und 80 km/h Maximalgeschwindigkeit. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Design zu ändern. Es gibt Standard, dann gibt es Scheinwerferschutz, wo ich von gesprochen habe. Habt ihr unten das Standard, Scheinwerferschutz. Ihr könnt auch sagen, ihr wollt Hörner haben und keinen Scheinwerferschutz. Oder ihr sagt, ihr wollt beides haben. Das ist das Maximum. So, rund um euch gibt es 4 oder 5 verschiedene. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, 5 und das war's. Ne, sind wahrscheinlich Blitzer, LED oder was es da alles gibt, steht da nicht genau beschrieben. Aber die Möglichkeiten habt ihr einfach zu konfigurieren. Ja, kommen wir zur Hauptfarbe. Hauptfarbe in den ein bisschen mehr als LS-standardtypischen Farben. Ne, da könnt ihr natürlich ein Bild durchkonfigurieren, worauf ihr Bock habt. Ne, da gibt, ist halt erstmal der, der Fantasie kein Ende, keine Grenzen gesetzt. Designfarbe habe ich schon vorhin gesprochen. Ist hier quasi diese einzelnen Elemente, die sich dann in der Farbe ändern. Das machen wir mal. Da sieht man es ganz genau, ne? Das sind die Zylinder hier oben, der Haken, die Aufsetzrollen und das, was da wieder hinten ist. Aber hier setzt sich farblich ein bisschen ab. Und Felgenfarbe können wir natürlich auch ändern. Seht ihr, das ist möglich, plus Nummern schreiben. Wenn ihr alles Bild durchkonfiguriert, kommt nochmal 4600 dazu, plus minus, ne? Je nachdem, was ihr für Farben und so nehmt, seid ihr bei 146.600. Und habt einen schönen LKW mit Hakenlift. Ja, wir steigen mal ein. Ihr seht, ihr könnt mit X den Arm anheben. Das heißt, wenn ihr hinten ein Konzert dran habt, könnt ihr den quasi dann ranziehen, euch auf den LKW laden und losfahren. Ihr habt natürlich bei diesem Containerpack mehrere verschiedene. Ne? Miststreuer, also ganz mal Schiffcontainer, Plattformen und was es da nicht alles gibt. Ne? Für Tiertransporter und. Das ist jetzt alles drin. So, schauen wir uns mal kurz die Blinker und sowas alles an, wie gewohnt. Ups. Ne? Blinker links, Blinker rechts, Fahrblinkanlage. Funktioniert. Rückfahrschalter war da auch. Beleuchtung, ne? Abblendlicht, Fernlicht und so Arbeitsleuchten hinten hat er alles vorhanden. Da gucken wir innen drin. Ist auch alles beleuchtet. Ihr seht, ihr zeigt das so an, wenn ihr Fernlicht anhabt. Finde ich natürlich sehr cool. Auch Blinker werden euch angezeigt. Warnanlage wird euch angezeigt. Das passt so weit. Ne? Ihr seht, es ist animiert. Das ist für dich so. Also, Spiegel passen auch, sitzen auch richtig in der Fassung, backen nirgends hier durch. Sieht cool aus, ne? Innen drin passt es soweit alles. Fahrerkabine hinten zum Sleepy machen, also das ist alles. Ja, sonst wie das Fahrer ist animiert, haben wir schon gesagt. Lichter funktionieren auch. Dann würde ich sagen, ja, mehr kann ich euch gar nicht zu diesem Hakenlift-LKW sagen, zu dem IT-Runner-LKW. Außer, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet. Und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Euer Christian von Modbox. Ciao.